Ja, und hallo Freunde und willkommen hier zurück bei Anno 2205. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Naturspiel. In diesem Spiel werden wir uns um die Ausbreitung von Bisons und Elchen kümmern. Und deren Vermehrung. Was haben wir hier hinten? Du bist Nummer 1 und hier kommt Nummer 2. Seid ihr beides Männchen? Wo ist... wo bist du geblieben? Ach da! Im Unterholz. Ja, dann ab mal beide, ab ins Unterholz und... auf wie geht's? Na Quatsch. So, lassen wir sie mal ihrer Privatsphäre. Und kümmern uns mal um unsere Aufgaben. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses wunderschöne... Oh, hier ist was zum Greifen. Wir haben dazu bekommen... Moment, Moment, wo war es denn? Wo war es denn? Neue Stationsausbauoptionen. Neue Stationsausbauoptionen. Ja, es ist okay. Das haben wir dazu bekommen. Der hieß aber vorhin anders. Ionisierungskammer. Produziert pro Minute Aerogel. Das Ding hieß doch Schwerindustrie Aerogelsilo oder sowas. Hat sich viel schöner angehört. Das Ding ist einfach nur eine Ionisierungskammer. Ist der Name ein wenig schwach, aber na was soll's. Gut. Zumindest haben wir das jetzt. Und werden jetzt mal... So, kurz mal hier gucken. Sieht aber schon herrlich aus. Ja, da könnte man... Könnte man so ja richtig leben, wa? Herrlich. So. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren. Hab gerade so schön geschwärmt, hab den Faden verloren. Achso, wir wollten ja weitermachen mit unserem Sektorenprojekt hier. Wir haben anscheinend gerade die Meldung bekommen, dass unsere Orbitalstation auch zu Ende geforscht hat. Da können wir ja auch mal bei Zeiten gucken. Also, wir haben jetzt Projekt Exklusionszone. Befestigen Sie Arctic Custodian Sensordrohne an Ihrem Kommandoflugzeug. Folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie strahlende Wracks auf. 5 Stück an der Zahl. Ups. Bringen Sie die Fracht zu Transmissionsraumhafen. Okay, kriegen wir also irgendwie hin. Das heißt, unser Flugzeug müsste mal... Ach, da ist die Drohne. Hierher kommen. Ach, hier haben wir ja auch so einen schönen Reaktor. Achso, ich schätze mal, das wird nachher auch das Gerät sein, wo wir gucken. Wir können ja mal schauen, wo unser Flieger ankommt. Dahin kommt unser Flieger an. Sehr schön. Sind wir hier nicht auch mittlerweile fertig? Ah, trockenlegen. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. Können wir mal parallel trockenlegen lassen hier, oder? So, Drohne befestigen. Objekt befestigt. Sehr schön. Und wir folgen jetzt dem Drohnensignal. Um was für Wracks soll es sich denn handeln, wenn wir hier beim Fliegen sind? Verstanden. Wir fliegen mal erstmal dahin. Mal gucken wir mal. Wir brauchen erstmal ein Auge dafür, nach was wir überhaupt suchen. Nein, Quatsch, wir müssen nach hier. Sind unterwegs. Ist wieder zurück. Hä? Bin gerade so ein bisschen verwirrt. Wir fliegen hier mal ein bisschen im Kreis. Standort des Objekts gefunden. Wo denn? Ach, da unten. Untergehen? Container beladen. Das ist mal ein super Flugzeug, was wir haben, ne? Doppelte Größe, passt alten Laderaum. Haha. Scheiß auf die Antonov. So, als nächstes gehen wir, müssen wir fliegen nach hier. Volle Kraft voraus. Ich fliege mal erstmal hierher. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wonach wir suchen. Koordinaten bestätigt. Müssen wir hier Standort rüber? Standort des Objekts gefunden. Ach, da. Na. Gut, jetzt haben wir wieder ein. Also, das Objekt kommt auch erst... Wird auch erst optisch sichtbar, nachdem man rüber geflogen ist. Im Gange. Fliegen wir mal hier lang.
Alter. Bisschen nach da. Im Gange. Ziel erfüllt. Aha, da unten. Ist der Nummer 3. Container beladen. Jetzt müssen wir anscheinend die Richtung. Volle Kraft voraus. Können wir hier hochfliegen? Na, aber geht alles. Droni, komm mal hinterher. Im Gange. Jetzt geht's nach hier hin. Einmal quer über die Walachei. Verstanden. Oh, nee, jetzt kann er nicht rüber. Jetzt kann er nicht mehr rüberfliegen, jetzt muss er außen rum. Roger. Da. Wir finden schon die Stelle. Objekt erfolgreich erkannt. Genau. Ach, da unten. Sehr schön. Das war Nummer 4. Fracht eingesammelt. Und als nächstes kommt Nummer 5. Bestätigt. Wir fliegen hier so ein bisschen im Kreis, aber ist ja nicht weiter schlimm. Roger. Bitte weiterfliegen. Objekt erfolgreich erkannt. Wo ist denn es nun? Ach, da. Sehr gut. Fracht eingesammelt. Habe ich da glatt auf den verkehrten Knopf gedrückt hier. Volle Kraft voraus. Und wieder zurück. Glaube ich jedenfalls, dass wir jetzt zurück müssen hier, oder? 5 Stück. Bringen Sie die Fracht zu Transmissionsraum. Ah, nee. Zum Raumhafen soll ich die bringen. Also spulen wir mal ein bisschen vor. Bei der Entfernung, die er da fliegen muss, können wir mal ein bisschen spulen. Oh, es schneit wieder. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Und da kommt er schon. Und wir liefern ab. Ein guter Anfang. Der Tresor und das Virus müssen warten, bis wir uns um diese Gefahr für Leib und Leben gekümmert haben. Der Reaktor wurde für einen langfristigen Einsatz gebaut, aber nicht für den Fall eines Vulkanausbruchs. Das Kühlsystem wurde beschädigt und muss zuerst repariert werden. Gut. Aber wir haben hier einen Schritt nach... Oh, wir haben insgesamt 6 Schritte hier oben. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 65 Wasser. Liefern Sie die Fracht zum Bunkergenerator. Also das machen wir jetzt noch und dann gehen wir mal zu unserer Orbitalstation und gucken mal, wie die aussieht. Also, unser Fahrzeug. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 65 Wasser aus dem Raumhafen. Roger. Nee, Quatsch. So. Container nehmen. So. Und wo soll man es hinbringen? Liefern Sie die Fracht zu Bunkergenerator. Jetzt wieder zurück. Alter, der lässt uns aber auch hier. Hin und her und kreuz und quer. Immer quer über der Insel. Wie auch immer es Spaß macht. So, einmal abliefern, bitte. Ich bin froh, dass Sie das ernst genommen haben. Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist eine ziemlich große logistische Aufgabe für uns. Kein Wunder, dass die Sperrung des Sektors die leichtere Lösung war. Ich glaube, da können wir noch machen. Halten Sie eine Logistikbilanz von 275. Gottes Willen, wir haben hier, haben wir die. Momentan sind wir hier bei 19. Wie viele von denen sollen wir denn bauen? Gut, um das also zu erreichen, werden wir da, die kann man auch noch nicht mal so in einer Reihe bauen. 100, so haben wir. Das machen wir hier und daneben machen wir eine Straße, oder? Oh. Super. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Das ist schön. Aber momentan müssen wir hier ein Logistikwerk erstellen. Eine logistische Meisterleistung. Wisst ihr, was kommt hier? Was soll der Geiz? Das ist hier ein Logistikpark par excellence. Zwar ohne Anschluss an das Bahnnetz, aber was soll's. So, gut. 10 Minuten haben wir die Zeit. Was wir gesagt haben, wir gucken mal kurz, ob wir hier alles haben. Wir haben zu wenig von den Smart-Drohnen. Wie macht man denn die Smart-Drohnen? Wir müssen mal kurz gucken. Oh, strommäßig sind wir wieder mau hier. Da haben wir die Smart-Drohnen. So. Sehr schön. Und wir können ja mal gucken, wie viel wir von diesen Katalysten haben hier. Was ist
der einzige oder haben wir noch eine Produktion irgendwo? Mehr können wir nicht produzieren. Na, momentan haben wir ja auch genug davon, genau. Was wir auf jeden Fall zu wenig haben, ist Strom. Das heißt, wir werden uns hier mal ein wenig Strom rüber... Na, ein wenig Strom rüber schicken. Gut. Ab hier rüber. Und dann gucken wir mal nach Strom. Strom, da haben wir Strom. Strom haben wir vom Mond bekommen. Gönnen wir uns mal wieder so an die 2000 Strom bestätigen. Parameter werden erneuert. Das ist schön. So, dann gehen wir mal zurück zu unserer Vanha-Ebene. Wir können ja mal, eigentlich können wir mal hier wieder, bevor wir das machen, werden wir mal schnell noch einen Anteil kaufen. Also bei den Preisen gehen wir erstmal auf UCF, bevor wir uns Li Xing einverleiben. Obwohl UCF gerade einen mächtigen Minus macht und Li Xing macht Plus, aber wir sind vom Finanziellen hier noch so gut aufgestellt, da können wir uns das noch leisten. Auktion beginnen. Ausreichend. So, ich spule mal wieder ein bisschen die Zeit vor, dass wir auf die 10 Sekunden kommen und dann werden wir uns aktiv mit in das Geschehen einflechten. So. Das wäre geklärt. Gibst du mir meinen Anteil? Geben Sie niemals auf. Nein, morgen, ich gebe ja nicht auf. Ist ein neuer Tag. Und? Meine? Oder unsere? Es war kein Totalverlust, ja. Wenn Drei. Wir daraus eine Lehre ziehen. 3, 2, 1, meins. Gut. Wie gesagt, jetzt ab zur Orbitalstation. Und schön, der Nexus. Sie wiederzusehen. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Das ist aber nett von dir, Adam. Danke. Also, wir sind hier weitergekommen. Das heißt, wir haben einen weiteren Werkstattbausatz. Und wir haben... Haben wir jetzt zwei oder einen? Oh, zwei haben wir hier oben. Die Stationserweiterung... Verbindung sind, war ja die Verbindung, sagen wir, die kommen anscheinend immer automatisch dazu. Gut, das heißt, um jetzt was zu machen, bräuchten wir noch eine dritte Landwirtschaftseinheit. Ich bin mal ganz ehrlich, bis hierhin habe ich woanders schon irgendwelche Tipps und Videos gesehen. Was jetzt kommen soll... Bei Erinnerungslücken, konsultieren Sie bitte Ihre Auftragsliste. Habe ich keine Ahnung. Also wir können jetzt hier noch weitere... Ups, Entschuldigung. Wir können jetzt hier noch... Oh, wir können noch eine dritte bauen. Bislang scheint die beliebteste Annäherung an den Mars darin zu bestehen, zunächst Roboter zu schicken. Gilt er dann eigentlich immer noch als unbewohnter Planet? Achso, das sind also... Orbital-Modul, Orbital-Werkstatt-Bausatz. Das heißt, ich könnte von denen hier noch welche bauen? Konferenz, bitte meine frühere Ingenieurin. Es ist nahezu unmöglich, sie über das Netz zu kontaktieren. Ja, ist ja gut, man ist ja nur am Quatschen. Sollte man vielleicht wegklicken. Das heißt, sie könnte noch einen weiteren Landwirtschaftseinheit bauen. Kann die aber beim besten Willen nicht versorgen. Ich kann auch nicht mal die versorgen. Wir können ja mal spaßenshalber einfach also, mal... Also, das ist eine nette Überraschung. Einfach mal eine hinbauen, oder? Wir bauen mal einfach mal einer hin und gucken mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Wo wäre es denn sinnvoll, die hinzuklatschen, wo jeder Verbindung hat? Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch nicht mal hier... Doch, eine kann ich noch bauen hier. So, so dann baue ich mal dich Vorsicht, baue ich mal weitere hier. Forschung nun möglich. Du hast eigentlich gar nichts. Aber du läufst mit 44%. 0%. Expertise. Was heißt hier 0%? 46%. Warum hat der 0? Oh, willkommen. Ach so, der Temperatur ist sehr hoch. Forschungswaren fehlen. Und hier ist auch hoch. Also ich brauche auf jeden Fall ein Kühlmodul für die beiden hier. Ich brauche ein Kühlmodul. Wie soll ich denn das machen? Kann ich helfen? Ja, gerne. Aber wie? Kommen Sie rein. Aber bitte fassen Sie nichts an. Ach du Schande. Das ist wirklich nicht gerade einfach.
Wie soll ich denn hier irgendwo ein Kühlmodul herzaubern? Also, ich kann nicht behilflich sein. Ich werde mir mal eine Solarzelle klauen. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Ja, ich weiß. So. Und nachdem ich das gemacht habe, werde ich mal noch eine Verbindung machen. Und das Kühlmodul, wa? Die Aufbereitung. Wo ist kühl? Wo ist kühl? Wo ist kühl? Da ist kühl. Und werde mein Kühlmodul hier hinpacken. Geht nicht, hier steht schon was. Aha. Hatte ich mir jetzt aber einfacher vorgestellt. Wenn ich es hier hinpacke, blockiere ich mir den Weg. Shuttle kommt planmäßig an. Packen es daran. Und dann nehmen wir ein Kühlmodul und packen es erstmal hier ran. Ja. 59. Oh, immer noch 0. Und sehr heiß. Also wäre schon sinnvoller, wenn das Kühlmodul auch ein bisschen an den hier ackern könnte. Aber wie wollen wir das bewerkstelligen? Wie wollen wir das bewerkstelligen? Was haben wir hier überhaupt? Hier sind Solarzellen. Die brauchen wir. Wenn wir den in der Mitte packen, dann sperren wir uns da. Was machen wir? Man reiche mir eine Idee. Wenn wir den... Es ist nicht schön, aber... Aha, 67. Also, wie kann, 46. Also, wie kann ich mir... Also alle drei Module arbeiten nicht zu 100%, aber sie arbeiten. So, jetzt kann ich mal gucken. Oh, er braucht wieder Gemüse. Ach du Schande. Monderträge minus 50. Gut, das heißt, wir gucken mal jetzt, ob wir... Nein, ich wollte die nächste Stunde haben. Schön, Sie wiederzusehen. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Und wir können hier oben weiter ausbauen. Badum, badum, badum. Ausbauzeit 1 Stunde. Sehr schön. Gut. Also wir arbeiten uns mal in die Richtung und dann gucken wir, was passiert. Was er auf jeden Fall braucht, sind ja wieder hier seine Gemüsesorten. Und da gucken wir da mal. Wir haben auch plus 112. Und wir können hier auch angleichen. Warum das auf einmal geht, weiß ich beim besten Willen nicht und warum es vorhin nicht ging. Aber ist auch egal. Wir können es jetzt auf jeden Fall angleichen und somit haben wir... Parameter werden erneuert. ...auch diese Ecke gefüllt. Gut. Dann würde ich sagen, soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir müssen hier warten, in der Wanha-Ebene. Wir müssen hier oben warten und von daher lassen wir der Zeit ihre Zeit. Das hört sich gut an. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.